Moin, herzlich willkommen hier zur Sonntagsausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map 1.9. Ach Quatsch, 1.9, das war schon so lange her. 2.1, ohne Gräben. Ja, ich bin immer noch mit der Goweil hier beschäftigt. Und ich habe nochmal wieder was, sag ich mal, in den XML-Dateien geändert. Ich hatte sie ja schon so weit, dass sie Grasballen nicht mehr wickelt. Aber sie hat sie mir trotzdem immer noch als Silageballen angezeigt, das was da rauskam. Ich habe das mit dem Wickeln jetzt mal rückgängig gemacht. Mal gucken. Habe aber eine andere Änderung gemacht. Und mal gucken, was die Goweil mir jetzt rausschmeißt, wenn ich da jetzt Gras reinschmeiße. Mal gucken. Mal sehen. Aber wahrscheinlich kann ich dann dafür auch überhaupt keine Silageballen mehr machen. Oder zumindest nicht mehr aus Gras. Aber das schaue ich mir in Ruhe an. Bei Gelegenheit. Und dann, wenn es dann wirklich soweit ist, wenn ich dann Bescheid weiß, ob das daran lag, dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ich das dann irgendwie vernünftig umsetze, dass dann auch wirklich vernünftig dabei was rauskommt. Dazu muss ich jetzt bloß erstmal hier Gras sammeln. Und ich glaube, ich werde auch in Zukunft dann irgendwie mal umsteigen auf Quaderballen. Außer jetzt vielleicht für Silage. Aber Quaderballen haben... Ich habe ja einen automatischen Ballensammler am Fahren. Der ja auch irgendwo... Ja, steht jetzt hier gerade irgendwo als Crash oben. Ja, der hängt wahrscheinlich wieder auf irgendeinem Ballen fest. Können wir uns da mal eben kurz... Ne, können wir uns nicht kurz hinsetzen. So, mal eben schauen. Weil das Sammeln und auch das Abladen funktionierte, da ist er. Nö, er fährt. Ich weiß nicht, warum es hier als Crash steht. Aber er wird gleich crashen, nämlich in den hier. So. Ja, das Aufsammeln, das funktioniert. Dieses automatische Ballen sammeln, was ich hier ausprobiert habe, was ja auch tatsächlich funktioniert. Also. Der andere. Ja, den wollen wir aber nicht. Ja, jetzt hat er durchdrehende Reifen. Habe ich gerade gesehen. Aber ich will jetzt erstmal hier weitermachen. Gar nicht. Achso. Hallo. Okay. Naja, gut. So. Also sammeln wir mal weiter hier Gras. Thank you.
Und dann gucken wir mal, was denn die Gowai macht. Weil wenn das funktioniert irgendwann, dann kann man das hier nämlich echt voll automatisieren. Ich weiß, ich hätte auch einfach Heu nehmen können, aber dann hätte ich hier alles nochmal wenden müssen, hätte wieder schwadern müssen und dann sammeln. Und da hatte ich keine Lust drauf. So, und ich habe mich ja irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, nee, ich weiß auch warum, ich mich auf Rundballen festgelegt habe, weil ich eben mit der Ultima tatsächlich einfach eine Presse habe, die mir automatisch schnell meine runden Silageballen wickelt. Und ich muss nicht nochmal wieder hinterher, muss die Ballen alle wickeln. Also die Kapazität von der Gowai habe ich ja schon erhöht, hoffe ich. Sehe ich gleich, wenn ich da hinfahre. So, Anhänger ist voll. Dann geht's hier rum. Hier außen rum, hier durch die Enge. Ja, doch schon ganz schön eng geworden, was ich hier gebaut habe. Und dann interessiert es mich gleich, ob das denn jetzt vielleicht funktionieren könnte. Erstmal müsste der den jetzt komplett abladen können. Dann müsste hier einen riesen Haufen drauf machen. Ah, die Animation geht da durch, auch nicht schlecht. Okay, der Ladewagen ist leer. Und jetzt? Jetzt wird's interessant. Wahrscheinlich wickelt er jetzt wieder. Wickelt nicht. Und es ist ein Grasballen geworden. Sehr geil. Es hat funktioniert. Ich bin so ein kleines bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Nur ein kleines bisschen, aber stolz.
Zack. Und verschwindet direkt im Lager. So, wenn ich jetzt hier hingehe, wie viel Grasballen? Müsste da zwei Stück stehen. Ja. Das stimmt. Die Ballen, die da liegen, sind nicht gewickelte Silageballen. So. Ich möchte jetzt noch mal was ausprobieren. Und zwar, was passiert, wenn ich jetzt den Wickler einschalte. Was er dann für Ballen macht. Ob er die dann überhaupt hier wickelt. Er wickelt. Und ob er dann davon Silageballen macht. Nö. Nee. Dann wickelt er mir Grasballen, aber macht aus den Grasballen, ja, macht im Prinzip gewickelte Grasballen, die aber nicht zu Silage werden. Das heißt, ich kann hier jetzt Silageballen nicht mehr mitpressen. Jedenfalls nicht aus Gras, aber es ist egal. Das will ich auch gar nicht. Das ist schön, der funktioniert. Wie gesagt, Silageballen kann ich nicht mehr damit machen. Aber ich kann hier meine Grasballen mitmachen. Sehr geil. Sehr cool. Jetzt kümmern wir uns um den hier. Oh. Wo will er denn da hin? Was hat er da denn vor? Wo, hä? Wo bin ich überhaupt? Ach so, okay. Ja, ein bisschen weit gefahren, wie? Will, weiß der Geier. Ja, es kann sein, dass er, wobei doch, die müsste er nehmen. Das sind alles 1,30 Ballen. Der hier sammelt ja nur 1,30 Ballen. Das ist ja so der Nachteil daran. Aber er sammelt sie. So. Ich hoffe, er fährt sich da nicht drauf fest, sondern schiebt den so ein bisschen zur Seite. Nee, wozu auch? Wäre ja zu einfach. Ja, ich weiß, ich muss da einfach nur einen anderen Bumper. So, fertig. Mach man. Nimm den mal mit. Sehr schön. Ja, die Zeit ist um. Aber ihr seht, es funktioniert hier so einigermaßen. Hier ist das Problem, dass hier einfach schon zu viele Ballen auf dem Feld liegen. Und er deshalb da wahrscheinlich auch häufiger mal gegenfahren wird und sich festfahren wird. Wir schauen uns das an.
In der Nachmittagsausgabe seht ihr mehr. Und ich bedanke mich bei euch. Und in diesem Sinn sage ich mal, ciao.